So, da haben wir die Bank. Ich guck jetzt erstmal mich hier um und dann rede ich mit den Leuten. Gehen kurz mal heim. Es ist Hochsaison, Touristen kommen in Scharren. Ich fürchte, wir haben keine Zimmer frei. Tut mir leid, aber ihr hättet eine Reservierung vornehmen sollen. Viel Glück beim nächsten Mal. Ernsthaft? Ich kann hier nicht übernachten? Wie behindert. Wie behindert. So. Nichts. 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 Immer noch nichts. Vielleicht hier hinten was. Ey, wir können nichts nehmen. Die haben nichts in den Schränken drin. Ah, wie ärgerlich. So, was ist denn hier los? Ein Wasserfall. Kann man sich hinsetzen. Die Stadt ist nicht gerade klein, muss man ja schon sagen. Da scheinbar so ein Pub zu sein oder so. Hier ist mal was drin, eine Chimärenflügel. Der Pub kann es ja nicht sein, das ist ja eine Bar. Oh! Eine Desmodium Essenz. So, jetzt haben wir eigentlich mal eine und was kann sie? Dieses wohlschmeckende Quellwasser kann LP wiederherstellen. Okay. Okay, sonst ist nichts dran. Das könnte auch irgendwas ein Verkauf sein. Ein Pappkamp ist es nicht, da sonst wäre ein Schild dran. Da haben wir einen Brunnen. Boah, ich habe irgendwie momentan volle Angst auf Brunnen. Man weiß ja nie, was da sich befindet. Schon allein letzte Mal. Nein, danke. Da haben sie mir richtig was auf die Fresse gegeben. Super, eine Mini-Medaille. Was will ich denn jetzt damit? Noch irgendeinen Weg. Dann können wir so langsam mal die Leutchen hier mal befragen. Komme ich da irgendwie ran? Natürlich nicht. Nö, gut. Wir fangen einfach mit dem ersten Haus an. Fragen wir uns hier uns durch oder schauen wir uns, dass wir Informationen kriegen. Oh, holde Herzendame, Hermitira. Hiermit werdet ihr jemals mir gehören? Ach, werdet ihr jemals mir gehören? Mein Herz verzerrt sich nach euch. Ihr habt nichts gehört, oder? Doch. Es ist nämlich so, dass ich über beide Ohren verliebt bin. Und jetzt kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Als ich von diesem Wasser hörte, das jede Krankheit heilen kann, wollte ich das unbedingt ausprobieren. Aber die Wahrheit, es gibt kein Heilmittel für die Krankheit namens Liebe. Oh, wie soll ich nur ohne sie weiterleben? Mir bleibt nur die Hoffnung, dass wir uns in Träumen finden. Achso, ich hätte jetzt antworten können, was ich wollte. Wahrscheinlich ist ja die richtige Antwort gewesen. Gut, pennst du? Oh nein, nicht schon wieder. Seht mich nur an, schon wieder verkehrt herum. Noch nicht mal die tolle... Was? Noch nicht mal diese tolle Desmodium-Essenz erinnert mich daran, mich im Schlaf herumzuwälzen. Was haben die Leute für dumme Gedanken? Der Wirt hat mir erzählt, dass sie die es... Der Wirt hat mir erzählt, dass sie in dieser Herberge nur Wasser aus dem eigenen Brunnen verwenden. Sicher vernünftig. Würden sie Desmodias Wasser verwenden, dann würden sich die Gäste bestimmt einen Vorrat anlegen und mit nach Hause nehmen. Okay, diese Essenz ist wohl reines Gold. Kann man fast vergleichen, oder? Das Wasser, das dieser Stadt als Heimat, Haupteinnahmequelle dient, strömt aus den Tiefen
Höhle im Norden. Achso, da sind wir dran vorbeigelaufen. Früher konnte man bis ins Innere der Höhle vordringen. Aber vor etwa 20 Jahren hat ein Erdbeben sie für immer verschlossen. Achso, ich kann da gar nicht rein. Ach du liebes Bisschen, ich mache mir solche Sorgen um die alte Eugenia in der Kirche drüben. Die Arme wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Könnte ich doch nur mehr für sie tun. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich mein Herz ausgerechnet einen Haufen Touristen ausschütte. Beachtet mich gar nicht. Nee, das war gut so. Jetzt haben wir mehr Informationen. Mein Vater weiß nicht, kann nicht wissenswert sein. Manchmal lese ich die Sätze, glaube ich, falsch vor oder ich verstehe die dann einfach nicht. Es tut mir leid, aber das ist eine Macke von mir. Wir sind mit Desmolias Wasser aufgewachsen, also sind wir beinahe unanständig gesund. Okay. So, Opachen, du bist dran. Was ist das? Ich fürchte, ihr müsst lauter sprechen. Die Höhle, sagt ihr? Die Decke ist von Jahren eingestürzt. Also werdet ihr nicht besonders weit hineinkommen. Was? Danach habt ihr mich gar nicht gefragt. Verzeihung. Bei dem Getöse, das dieser Wasserfall macht, verstehe ich oft nicht mal meine eigenen Gedanken. Okay, wir müssen irgendwas springen. Oh, hallo. Wollt ihr ein Rätsel hören? Okay, los geht's. Wann ist eine Bar keine Bar? Wenn dein Ehemann dich aus irgendwelchen bizarren Gründen so tun lässt, als würdest du in einer Bar arbeiten. Oh ne, war ja kein Witz von Rätsel. Könnt ihr euch vorstellen, was ich mir alles anhören muss, weil meine Mutter ein Häschen ist? Hallo Häschen? Na, Zuckerschnütchen? Wollen wir nicht mal aufs Zimmer gehen? Sowas? In der Art? Sexuelle Anspielung? Du bist dann wohl der Vater. Hier sind verschiedene Getränke aufgereiht. Was könnte Schöneres für einen Mann geben, als sich an den Drain nach seinem eigenen Haus von deinem eigenen Häschen servieren zu lassen? Wie ihr seht, bin ich bester Laune und daher werde ich eine uralte Weisheit anvertrauen. Es gibt ein altes Sprichwort, das den Leuten in dieser Stadt schon seit Generationen bekannt ist. Mit dem Spiegelschlüssel in der Hand sind Objekte im Mondspiegelturm näher, als sie erscheinen. Ach komm, es geht gar nicht um den Spiegel, das war, sondern um den Spiegelschlüssel. Und ich denke mal, wir müssen diesen Mondspiegelturm aufsuchen, um den Spiegelschlüssel zu bekommen. Meine Güte, hier gibt's ja Zungenbrecher. In aller Munde. Alter, ey. Das ist schrecklich gerade hier. Aber was soll's? Das gehört dazu. Ja. So, mittlerweile haben wir fast mit denen gesprochen. Ah, noch mehr Touristen. Das hat uns noch gefehlt. Egal. Ich schätze, die Höhle im Norden steht auch in eurem Reiseführer. Jo. Was aber nicht in eurem Reiseführer steht, ist die Geschichte vom Spiegelschlüssel, der einst in der Höhle versteckt war. Ach so, er war da dort versteckt. Oder wir finden ihn dort. Das kann auch nicht sein. Vor einigen Jahren hat ein Erdbeben die Höhle zum Einsturz gebracht und alles, was drin war, von der Außenwelt abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob an der Schlüsselgeschichte was dran ist. Aber jetzt, wo es sowieso zu spät... Aber jetzt ist es sowieso zu spät, das herauszufinden. Nö,
Naja, ich schätze, Touristen von heute ist nicht an alten, verschütteten Höhlen interessiert. Das sehe ich jetzt anders. Was erzählst du eigentlich hier noch? Noch fließendes Wasser von Desmodia wird trüb dahin, aber ich fürchte den Tag, an dem der Schreckensfeind über uns kommt. Jegliche Schönheit zu zerstören und alle Reinheit zu beschmutzen. Scheint sein eigenes Ziel, sein einziges Ziel. Das kann wirklich sein. So. Wie sieht's jetzt hier aus? Warte mal, wir kommen da mit ihm so rein, ne? Als ich noch ein kleiner Knirps war, erzählte man sich von einem Gaunerpärchen, das auf der Suche nach Beute in dieser Gegend kam. Auf ihrer Jagd nach Schätzen wagen sie sich bis in die Höhle im Norden vor, doch der Mann kehrte nie zurück. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ihnen in dieser Höhle begegnen sein könnte. Ich weiß nur, dass die Frau sich nach ihrer Rückkehr von ihrem Gaunerleben verabschiedete und in Desmodia niederließ. Ich meine Eugenia, die alte Frau, die in der Kirche aushilft. Das nenne ich eine Frau mit Geschichte. Interessant, interessant hier. Und dann bleibt uns noch die letzte Station. Diese Kirche und... Ach, das ist die Kirche. Hä? Wo ist der Priester hin? Okay. Der hat sich schon verzogen. Ah, du bist also die Dame, die wir suchen. Oh, hier haben wir nochmal ein Desmodium Essence. So, du bist also diese Eugenia. Ja, du bist die Einzige, die uns noch helfen kann. Sag es mir, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich habe nur Albträume in letzter Zeit. Ich bin nicht in Stimmung, mich abzugeben mit den ungebetenen Gästen. Habt ihr hier etwas zu tun? Falls nicht, ihr müsst gehen auf Stelle. Okay, die hilft mir gar nicht weiter. Vielleicht der Priester? Hallöchen? Seid gegrüßt, milde Wanderer. Ich sehe, ihr sucht eine Zuflucht für die Nacht. Mit Hilfe der gnadenreichen Göttin werde ich sehen, was ich für euch tun kann. Denn wo sonst solltet ihr Trost und Ruhe finden, als an diesem heiligen Ort? Geht nach unten und sprecht mit Eugenia. Sie lebt dort und wird euch gewiss Beistand leisten. Okay. Vielleicht hilft uns das ja jetzt, wenn wir übernachten. Sagt es mir! Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich habe nur Albträume in letzter Zeit. Ich bin nicht in Stimmung, mich abzugeben mit diesen unbegabten Gästen. Habt ihr hier etwas zu tun? Falls nicht, ihr müsst gehen auf Stelle. Also, hat der Priester gesagt, ihr könnt hier bleiben? Was glaubt ihr, was ihr ist? Aber mir bleibt wohl keine Wahl. Dann schlaft. Ich bete, dass keine Albträume kommen. Okay, sie ist weg. Wer bist du denn jetzt? Hoppla, ich wusste gar nicht, dass jemand hier schläft. Mir erzählt ja keiner was. Schätze, da steckt wieder der Pastor dahinter. Er kann einfach nicht lassen, den Leuten hier eine Unterschlupf für die Nacht zu gewähren. Hä? Wo die ältere Dame abgeblieben ist? Tut mir leid, aber in dieser Kirche gibt's keine älteren Damen. Wie? Was?
Was ist geschehen? Was ist geschehen? Oh. So schnell konnte ich nicht lesen. Blut? Was? Was zur Hölle? Das sind ganz andere Leute. Das beunruhigt mich gerade. Du liebe Göttin, schau doch mal, wie das Wasser aussieht. Das ist doch kein... Ist das Blut? Igitt! Es scheint mir nach Blut zu sein, also sollte es darstellen. Schaut euch diese Sauerei an. Die Touristen können wir jetzt wohl vergessen. Oh, oh. Gefällt mir gerade nicht. Ich sage, der Berg leidet. Seine Geister spucken Blut. Wenn das kein schlechtes Omen ist, dann weiß ich auch nicht. Oh Göttin, bitte steh uns bei. Sind jetzt auch hier andere Leute drin? Tatsächlich. Wir sind jetzt auch... Warte mal, wenn das ein neues Gebiet ist... Ha! Yes! Man kann hier nochmal alles plündern. Und da hat sich das jetzt gerade auch hier geändert. Oder das wäre ja was. Wenn sich das auch geändert hätte. Göttin sei Dank, das Quelle ist noch klar. Wenigstens können wir uns waschen und kochen. Allerdings werden wohl nicht mehr viele Touristen aufkreuzen, die den Wasserfall bewundern wollen. Blutüberströmender Wasserfall. Eine komische Musik ist ja so richtig creepy, ey. Okay. Oh, was? Ein paar Haare in den Ohren. Gut, dass ich nochmal alles plündere. Hier haben wir nochmal eine Desmodium Essenz. Dann reden wir direkt auch mal. Oh, nur hier? Du musst mit diesem Trottel. Ja, Schluss machen. Der Feind dient dich nicht. Merkst du das nicht? Dass ich. Wie lange habe ich mich schon so gehalten? Egal. Danke, dass ihr meine Schlucke auf verjagt habt. Achso, ich dachte, er wäre besoffen. Oh, das war der Falsche. Ich dachte, er wäre besoffen. Shit. Ihr seid auf der Durchreise. Vielleicht könnt ihr zur Höhle im Norden gehen und originär für mich zurückbringen. Ach, egal. Ich ist unwichtig. Ich dachte, der wäre besoffen.